Ja, guten Morgen. Dann wollen wir heute mal wieder ein bisschen Dead Rising 2 spielen. Nachdem ich jetzt 3 oder 4 Tage ausgesetzt hatte und mehr mit Battlefield beschäftigt war, was einfach daran lag, dass jedes Mal, wenn ich was anderes aufnehmen wollte, einer meiner Kumpels online kam und zocken wollte und ich mal so schlecht Nein kann. Ja, geht's heute mal wieder dran, ein paar Zombies zu kloppen. Entschuldigung. Updates sind fertig. Sehr schön. Dann können wir losgehen. Mal gucken, ob auch der Xbox-Controller läuft. Nicht, dass ich mich wieder anschmiere und euch zweimal die Intro-Sequenz antun muss. Ich verspreche auch, dass ich es in Zukunft nie wieder tun werde. Bin dann besser vorbereitet. Während er lädt, versuche ich mich nochmal zu erinnern, was ich das letzte Mal gemacht habe. Da war jemand mit einer Kettensäge. Der war ganz schön knifflig. Da kann ich mich noch dran erinnern. Was kam nach der Kettensäge? Den Kettensägenmann habe ich in 2 Durchläufen gemacht. Genau, und die Braut musste mal seine Braut. Seine unfreiwillige Braut, sollte man dann zurück ins Safe House eskortieren. Und dabei war mir noch aufgefallen, oder unterwegs hatten wir dann noch jemanden getroffen. Das ist ein CEO von Fortune City. Jedenfalls sollte man den von Geldautomat zu Geldautomat eskortieren und das hat nicht so ganz geklappt, weil ich immer noch diese Braut im Schlepptau hatte. Ja. Mich nicht so wirklich auf ihn konzentrieren konnte mit seinem Geldkoffer und die Geldautomaten abklappern, das hat alles nicht so wirklich hingehauen. Mal gucken, ob ich das heute nacheinander hinbekomme. Die Braut hatte ich schon zurückgebracht letztes Mal. Werden wir gleich sehen. Ob ich den Typen mit den Geldautomaten noch schaffe, ich glaube, das ist die Frage, weil der Timer lief ab. Hallo? Hat gefälligst. Jetzt fällt es mir auch wieder ein. Und ich war diesen komischen, einer dieser komischen Banden in die Hände gefallen und die haben mich da nur in einer beherzten Unterhose liegen lassen. Was ist denn hier eigentlich noch? Ja, genau, hier ist diese schicke Mätzchenunterhose. Die. Ich weiß nicht, was er sich da gerade für eine Mütze aufsetzt, die nicht da ist, aber. Boots, ja, das wäre ja auch fesch. Downloadable Content. No Content found, ja. Leute. So verkauft ihr nichts. Wo sind denn die schicken Sachen geblieben, die ich gerade eben noch hatte? Habe ich das System jetzt nicht gecheckt? Ja kein Problem sein. Ich wollte doch meinen Schutzhelm behalten. Verdammt. So, da haben wir ja wieder alles. Okay, diesen Strampler und die Schuhe, die müsste ich vielleicht mal austauschen. Aber der Motorradhelm ist doch fesch. Slave to Fashion. Welches war denn bitte schön der?
Dann war der doch schon abgelaufen, der Auftrag. Stimmt, den hatte ich auch nicht so ganz geschnallt. Muss ich genau um Punkt 7 Uhr abends, 19 Uhr europäische Angabe, zum Helikopterlandeplatz. Sombrex ist wie immer um 7 Uhr fällig. Ich will auch nicht mehr schaffen, die war, soweit ich mich erinnern kann, relativ weit weg. Obwohl. Rein theoretisch machbar. Irgendwas mit Sombrex wäre cool. Poker spielen. Poker? Oh, der hat noch am längsten Zeit. Wäre der doof? Ich versuche jetzt einfach mal die. Was sagt denn eigentlich die Uhrzeit? Je, diese ganzen Tasten. 4.05 Uhr. Das könnte knapp werden. Dann lassen wir es drauf ankommen. Muss ich nochmal laden. So, welche Waffen habe ich denn noch? Ein Spike-Bett habe ich. Eine Pistole, was zu futtern. Und eine neue Nachricht habe ich. Jawoll, One-Hit-Wonder. Check out the crowd. Destination, Slot Ranch Casino. Several people are sitting down at the Slot Ranch Casino stage. I should go see what's going on. Hey, da sitzen also mehrere Leute auf der Bühne des Slot Ranch Casinos. Neugierig wie ich bin, würde ich mir das gerne mal angucken. So, Slot Ranch Casino. Okay, erstmal hinten anstellen. Tja, brauche ich mir noch eine Waffe? Dann lebe ich lieber noch was zu futtern mit. Ich glaube, ich entscheide mich heute mal für den Snack. Den Hammer hier ja auch nochmal gegen eine selbstgebaute Waffe austauschen könnte. Die geben ja mehr Punkte, bekanntlicherweise. Mother Peep. Schade, dass die Zombies nicht erschrocken wegrennen, wenn sie einen erwachsenen Mann in so einem Einteiler sehen. Das wäre sehr praktisch. Jetzt eigentlich hier hinten hin. Okay, da könnte man speichern. Noch nicht durch Scheiben geht, vielleicht kommt das später als Skill. Zweite Level ist dann durch Wände gehen, durch Türen gehen vielleicht, und der dritte durch Wände gehen. Was gibt es hier? Ach, ein Friseur. Okay, falls ich mal Haare schneiden muss, weiß ich auch Bescheid. Oh, hier ist eine schicke Spuckeballkanone. Spitball Cannon. Entschuldigung. Ach ja. Schön wäre es, wenn ich diesen Porsche fahren könnte. Die Schlüssel habe ich immer noch nicht gefunden. Wäre auch zu schön, wenn die einfach irgendwo so rumliegen.
Uiuiui, da muss ich lang. Big Earl, Big Earl. Ach, das Vergnügen hatte ich schon mal, ja, ja. Das ist ja auch einer von diesen Bekloppten. Den hebe ich mir mal für später auf. Psst. Ja, komm weiter. Wenigstens erstmal ein bisschen helfen würde und ein paar aus dem Weg schießen könnte, aber das Glück habe ich leider nicht. City Hotel. Ah ja, da schreit's ja schon. So, dann müssen wir gleich mal gucken, was ich der guten Dame für eine Waffe in die Hand drücken könnte. Versteckt. Huch. Junge Dame, sie sind aber leicht bekleidet. Are you okay? Oh my god, like, don't look at me. Sorry, I'm just trying to help. Oh my god, this is like total embarrassing. This is like a total tragedy. Yep. Yo. What happened? Like, I was in my hotel room. I went to get some ice and the stupid door locked behind me. I came down and this place was totally unreadable. Messages, because es ist alles viel zu schnell. Ja. Möchte man schon mal was Gutes tun und alles vorlesen? Hunky Price Fight the Hot Movie. Ja, ja, ich bin bekannt. Sie hat's erkannt. Das ist doch aber schicke Unterwäsche. Was hat sie denn? Ja, bla. Men's Store. Ach, jetzt soll ich dir auch noch Klamotten besorgen. Was wird. Also irgendwo da hinten soll es einen Klamottenladen geben. Ja, jetzt schreie ich, ich komme ja gleich wieder. Ach. Also es sei denn, die fressen mich in meinem tollen roten Anzug. Irgendwo soll eine Statue sein. Hier ist ein. Oh. Cutscenes sind immer. Da kommt nichts Gutes bei raus. Oh oh. Yeah, that's it. Now let me hear you beg, boy. Please, we just needed food. Hey, buddy. What? Who are you? Another trespasser? I'm in charge of this here mall. You can't just come waltzing in here. You think I'm just gonna roll over and play dead? Not anymore. You ain't the big man in town. Not no more. Everybody else is dead. I'm the big man now. Hey, look. I'm sure he wasn't trying to piss you off. Oh, think you're better than me? Well, you ain't got the badge, do you? Now you fellas have to listen to me. Y'all can't push me around now. Oh, no, not now. If I say dance, you dance! Nur Bekloppte! Ist das doch vielleicht eine geheime Irrenanstalt oder was? Oh, oh Seymour. Ja. Diese haben eigentlich alle eine Waffe dabei, nur ich muss mir ständig welche suchen. Lass mich in Ruhe und. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Jetzt kommt er mit dem Knüppel. Na. Okay. Also er schießt nicht nur. Ja, ja, ist gut. Na, lass das mit dem Schießen. Ja, ja, ist okay. Oh, lass mich in Ruhe. Und. Oh,
nicht nett, was du hier mit mir machst, Kollege. Ja, und herzlichen Glückwunsch, Sie sind das erste Mal gestorben. Hat ja gar nicht so lange gedauert. Eindeutig noch Nachholbedarf, was diese Videospiele angeht. Mit Weglaufen, Zuschlagen, abpassen, wann eine Attacke kommt. Was habe ich mir denn da... Gestern habe ich mir ein Video angesehen zu Dark Souls 2. Bekanntlichermaßen ein Spiel, bei dem man nicht speichern kann. Und wenn man stirbt, ist alles futsch. Ich habe den ersten Teil davon. Bin nicht wirklich weit gekommen. Ich probier's nochmal. Und der Kollege, der das Video gemacht hat zu Dark Souls 2, ja, meine Bewunderung. Der hat das perfekt abgepasst. Der wusste ganz genau, wann der Bossgegner zuschlägt und wie er reagiert und... ja, hat seine Attacken da auch entsprechend angepasst. Und das fehlt mir halt noch. Liegt vielleicht so ein bisschen dran, dass ich weniger diese Konsolenspiele gespielt habe, als mehr Strategiespiele auf dem PC. Yes. Nein, danke, ich gehe allein auf Toilette. Ich kann das schon, auch wenn es nicht so aussieht. Smell you later, Alligator. Bin ich hier eben auch lang gelaufen? Kommt der Weg so anders vor? Hat auch schon mal einen besseren Orientierungssinn. Ah ja, doch, das Auto. Rausgefunden, was PP ist. Also Punkt ist schon klar, aber wofür steht PP? Nicht PP. PP. Was ihr mal denkt.
Stick. Nur Zombies da draußen, was schämt sie sich eigentlich? Somebody. Und Cutscene. Toll, dass der mich jedes Mal trifft, auch wenn ich springe. Aber gut, ist halt kein Counter-Strike, ne? Ja, das ist ja schon da. Genauso schick wie eben. Ja, jetzt erstmal. Sausack! Verdammt da! Stückchen hier. Ist noch was. Wollten hier noch. Der kriegt mich jetzt hier oben mit dem Lasso. Dann kriege ich auch mal einen Anfall. Halleluja. Wie viel muss ich denn hier? Okay. War jetzt so gut. Wegrennen hat schon mal was gebracht. Kann ich mir jetzt noch ein bisschen runterschießen? Ja. Oder auch nicht. Wo ist der? Hat er mir. Hat mir die Pistole aus der Hand geschossen? Tatsache. Das glaube ich doch nicht. Dynamit ist schön. Dynamit mag ich. Geht das Dynamit auch nochmal hoch? Okay, das hat ja nun nicht so wahnsinnig viel gebracht. Dafür schießt er mich hier wie ein Bekloppter runter. Klasse! Danke! Das ist ja echt geil. Ja, und die Waffe hat er mir auch aus der Hand geschossen. Klasse Gegner. Macht richtig Laune. Fressen habe ich auch nichts mehr? Nee. Für dieses Spiel. Echt. Ich will jedes Mal, und wenigstens nicht jedes Mal hier 10.000 Meter laufen müsste. Dann wäre es ja noch nicht ganz so schlimm. Boah, jetzt muss ich erst wieder zu der Perle hineiern, muss sie anquatschen. Oh,
alles auch irgendwie gruselig. Ansporn ist das nicht gerade. Rotes Symbol. Ich habe das Gefühl, mit jedem Versuch, den ich hier starte, werden es mehr Zombies auf dem Weg dahin. So, auch noch ein Speicherpunkt, ne? Welche Seite? Machen wir lieber den. Wenn ich hier ganz ins Außen manövriere. Einer muss auch immer wieder einen erwischen hier, oder was? Jungfrauenalarm! Matsch. Ja, ich komme. Sagen Sie nichts, Sie brauchen Klamotten. Woher ich das weiß? Tja, ich bin Hellseher. Außerdem kann ich auch in die Zukunft sehen. Sie wollen wissen, wann das angefangen hat? Nächsten Donnerstag. Ich gehe da mal wieder los und suche Klamotten. Oder lass mich anfressen. Und nebenbei esse ich noch ein Stück Schokokuchen, was nichts bringt. Außer einem stupiden Kästchen. Ach, das ist so gruselig. Das Gruselige an diesem Spiel sind gar nicht die Zombies, sondern die Spielmechanik. Yeah, that's it. Now let me hear you beg. Needed food. Hey, buddy! What? Who are you? Another trespasser? I'm in charge of this here mall. You can't just come waltzing in here. You think I'm just gonna roll over and play dead? Not anymore. You ain't the big man in town. Not no more. Everybody else is dead. I'm the big man now. Hey, look. I'm sure he wasn't trying to piss you off. Oh, think you're better than me? Well, you ain't got the badge, do you? Now you fellas have to listen to me.
Y'all can't push me around now. Oh, no, not now. If I say dance, you dance! Tumpstonic Vinitze Server. Nein, oh, das darf doch nicht wahr sein. Gott verdammt. Ich glaube es ja nicht. Ich glaube es ja nicht. Ich glaube. Oh, ich habe einen neuen Freund in Steam. Kaputt hier. Okay. Also versuchen, irgendwie zwischen eine Gruppe von Zombies zu bekommen. Das Ganze ein bisschen einfacher. So ein bisschen schade ist, dass man hier nicht wirklich gezielt den, wie heißt er denn? Den eigentlichen Gegner ins Ziel nehmen kann, sondern man muss immer drauf knüppeln wie so ein Bescheuerter und trifft auch alles, was sich kegelförmig vor einem befindet. Das hat auch bei diesen Escort-Missionen den Nachteil, dass man die zu eskortierenden Personen immer selbst verletzt, was total bescheuert ist. Genau wie dieses ewige Angefalle hier, das nervt auch einfach. Komme, ich komme. Ich könnte hier jetzt schon den ganzen Kram fressen, weil das bringt ja sowieso nichts. Schnapp, schnapp, schnapp. Habe ich gleich Platz für was Neues. Schnapp, schnapp, schnapp. Lassen Sie mich raten, Sie haben keine Klamotten. Ha, woher wissen Sie das? Ich bin Hellseher. Ach, na, egal. Sind Sie betrunken? Wenn ich sehe immer so aus. Ja. Schnecke, ich besorg dir Klamotten. Mach dir keine Sorgen. Solange kannst du dir diese tolle Barclay-Musik ja noch ein bisschen anhören. Was gibt's denn hier? Skateboarding? Brauch ich nicht wirklich. Gibt aber auch dem Wiki ja nichts zu fressen. Ist doch fürchterlich. Design sowas.
Grausam. So, eine Gruppe von Zombies, habe ich gesagt, brauche ich, wo ich ihn zwischenlocken möchte. Wo ist denn hier eine Gruppe von Zombies? Keine da, wenn man sie braucht, wie immer. So, jetzt. Toll. Kommt mal alle hierher, ich brauche eure Hilfe. Oh, er mit seiner Pistole, die geht mir auf den Sack. Ey. Zombies, kommt her, ich brauche euch. Ich brauche. Dann brauche ich jetzt erstmal was zu essen. Ganz schnell vor allem. Ganz, ganz. Was gibt's denn hier? Gibt's was zu speichern? Lach mich tot. Das hätte mir ja mal einer früher erzählen können. Toll. Ja, hinterher ist man immer schlauer. Jetzt habe ich aber nichts mehr zu futtern. Glaube ich doch jetzt nicht. Ja, haben wir ein tolles Let's Play. Tausendmal gestorben. Guck. Kommst aber nicht hier reingelaufen, oder? Hurra! Hurra, hurra, hurra! Ich freue mich! Es läuft so richtig gut. Ich glaube, ich kann ein bisschen schummeln. Ey! Was soll das denn? Okay, schummeln. Also, wieso schießt der denn automatisch, wenn ich die Waffe aufhebe? Was soll das denn? Quatsch. Ja, das ist jetzt hier nicht die feine englische Art, aber damit allen Tricks arbeiten. Weiterzukommen. Der Kollege verschiedene Hitboxen. Oder ist er eine einzige große Hitbox? Das ist eigentlich Cheaten, wenn man die Spielmechanik ausmacht. Weiß ich nicht. Ich bin wenigstens ehrlich. In welchem System schießt er zurück? X-ten Treffer wahrscheinlich. Jetzt aus. Okay, solange er mir nur die Plempe aus der Hand schießt, ist alles okay. Sache, er nimmt mein letztes Kistchen nicht weg.
Boys. Und noch 24 Schuss. Das reicht. Das ist ja schon fast Battlefield hier, keine Schussgeräusche. So schlecht, echt. Ach, Mann, ey. Unglaublich. Unglaublich, unglaublich. So in hier. Super! Noch besser! Oh ja, jetzt läuft's ja richtig gut. Das freut mich ja schon wieder. Der Wahnsinn, echt. Der Wahnsinn. In 2 Stunden muss ich auf dem. Nee, in 4 Stunden muss ich auf dem Dach sein. Auch noch dazu. Bam. Bam. Hallo. Nee, nochmal sage ich den Text jetzt nicht. Hallo. Hallo. Zwischendurch immer mal wieder die falsche Taste drücken. Skip. Skip. Und es geht weiter. Hallo. So, dann halten wir uns gleich schön links. Wir zum Speicherpunkt kommen. So, das kennen wir auch schon. Total witzig, der Typ sieht so ein bisschen aus wie die böse Variante von meinem Kumpel Mike. Nächster Versuch. Ja.
Nervensäge. Echte Nervensäge. Schön, der Zombie wartet jetzt, oder was? Ich lach mich tot. Oh, der will ihn scheinbar nicht angreifen. Nicht fressenswert, so wie es aussieht. Jetzt kommt er doch. Fette Hitbox. Naja, Konsolenspiel. Ne? Also für den Burner ist das Schadensding hier auch nicht. Zu futtern. Einmal könnte ich ihm noch an den Kopf schmeißen. Ja, klasse. Oh, man kann ihm schön in die Fresse treten. Das ist schon mal gut. Komm. Schlag zu. Ah, danke. Geht doch. Mit Tricksen. Allen Tricks muss man hier arbeiten. Nein. Was kommt denn jetzt noch? So, jetzt auch noch Klamotten holen. Vielleicht sollte ich erstmal was essen. Gibt's hier noch was? Oh nein, es gibt nichts. Jetzt kommen die hier sogar noch mit Brettern. Ach, wie schön wäre das, wenn es hier einen Sprint gäbe. Ja, Ray, ich würde dir ja auch gern helfen, aber...
Los. Mach. Ich brauch die Klamotten für die Alte. Zu, dass du reinhaust. Oh, nee. Mensch, du hattest doch einen Knüppel. Was soll das aus der Menschheit werden, wenn das alles so eine Lüschen sind? Ja, vielleicht nicht zu laut reden. So, also hier soll es Klamotten geben. Ja, hier? Hier? Nee, hier waren wir nicht. Herrje, wie weit ist denn das weg? Hier sieht's doch so aus, als wenn... Ja. Smooth. Nee. Oh, Junge. Für einen Schlüpper brauchen wir nicht so lang. Gott, wo ist denn hier? Wo gibt's denn hier? Und wieso war das nicht das Richtige? Ach ja, jetzt ist es auch noch 19 Uhr abends, hä? Erzähl mir doch. Und das hier ist eigentlich wichtig, das müsste ich mal mitnehmen. Einer geht noch, komm. Danke, das war nett von dir. Endlich mal jemand, der mitdenkt. So. Wo gibt's denn hier diese verdammten Klamotten? Die schickt mich ja auf eine Welttournee. Ja, wollen die mich veräppeln? Hier komme ich doch her. Hab ich die etwa schon aufgehoben? Braucht die jetzt bloß noch... abgeben? Ja, ist doch okay. Die wichtige Nachricht verpasst und Mist. Was macht Ray da hinten? Oh, hier ist aber die höchste Eisenbahn. Wird wohl nichts mehr mit den Klamotten hier. Ja, Mädel, dann tut's mir jetzt wirklich leid, aber... Ich weiß nicht, wo diese Klamotten sind. Das ist ja eigentlich gar nicht meine Art, da jemanden so stehen zu lassen. Man's grad nicht brauchen kann, fällt dich so ein scheiß Zombie an. Ach super, jetzt schießt er auch noch auf mich. Ey, hör mal, ich glaub es doch nicht. Diesmal den Ray im Stich.
nicht diese tollen Sachen zum Essen? Oh, magere Beute. Machst du Sinn des Wortes? Ich bin letztes Mal auch anders lang gelaufen. Ja, so, hier, hier soll das doch sein, verdammt nochmal. Ach, jetzt? Ah, vielleicht weil ich den Ray vorhin dabei hatte. Ich komme auch nicht, weil ich habe wieder jemand Anhängliches. Hi. I'm on my way. I'm Oscar Mike, wie sie bei Battlefield sagen. Oscar Mike, hier ist das mit den Fressalien, okay. Alle auf den Zwirn, geht mir nicht alle auf den Zwirn. Aufheben, aufheben, weiterlaufen. Hopp. Es ist unglaublich, es ist unglaublich. Oh. Leicht stressig hier, schlimmer als arbeiten. Mensch, was soll denn die Kacke hier? Das gibt's doch nicht. Ja, na klar, war ja... Ey. Einfach unfassbar. Der nächste Kunde angestrunzt. Ey, Mann! Da soll man keine Hasslatte kriegen. Supi. Ach, was macht man hier alles für die Frauen?
shit. Kommt ja wieder alles auf einmal hier. Zombies, Scharfschütze. Eieieiei. Und eine Frau auf den Rücken gebunden. Weg mit dir und weg mit dir und weg mit dir. Durch hier, verdammt nochmal. Das ist ein Gedrängel, das ist ja wie mittwochs bei Aldi. Hier habe ich das Gefühl, das GPS lotst mich hier die romantische Tour, die länger dauert. Sehr merkwürdig. Herrje mine. Sag ich doch, der Sch-
schleust mich hier durch die ganzen vollen Räume. Ah, Mann. Komm her schon. Das weiß ich doch. Was weiß ich doch. Nervensiegen seid ihr. Alle miteinander. Oh Gott, ey. Die Zeit wird knapp, die Zeit wird knapp. Verdammt, verdammt, die Zeit wird knapp. What's up? Was mich da oben wieder erwartet. Mal speichern. Ich glaube, sicher ist sicher. Good. We can see the whole city from here. Check. We can't afford to miss this. If the twins are right and TK gets away in that chopper... I know. Here. I found these in the bunker. It's been a while. And do you think we can trust that reliable source of yours? I'm sorry, Chuck. Look, I... Hey, there it is! It's landing on the hotel. Looks like TK is getting ready to check out. That
bastard's not going anywhere. There's no way I'm taking the fall for this. We better hurry. I'll meet you there. Mhm. Dafür das ganze Theater. Und dafür musst du die arme Frau ohne Klamotten jetzt ihr Leben lassen. Bohnen zum Futtern. Kann ich die Zombies vielleicht umpupsen? Ich glaube, ich muss erstmal eine Pause machen und was essen. Ganz aus wie Frühstückszeit. Ja, mal erstmal Frühstück. Thank you.
Bye.